Urlaub zu Hause und euch fehlt nur noch der Whirlpool? Wir haben die Lösung. Und zwar bei MK Pools in der Tyrolsberger Straße in Neumarkt. Heute lassen wir uns ein bisschen inspirieren und auch beraten. Also schaut mal mit. Hallo Herr Künzel. Herr Künzel, Sie sind einer der Inhaber von MK Pools and More. Wir sind neugierig. Sie sind spezialisiert auf Pools. Gibt es noch was anderes im Sortiment? Ja, also wir haben das ganze Zubehör zu den Pools, ob Lifter oder Treppen. Und das More ist mehr gedacht für die ganzen Infrarotkabinen, die wir haben, oder Überdachungen bieten wir mit an für die Pools. Das ist Zubehör. Ja, interessant. Und wir sind natürlich neugierig. Wie läuft so ein Kauf ab, beziehungsweise vorerst die Beratung? Kann man hier jederzeit vorbeikommen oder braucht man erstmal einen telefonischen Termin vorab? Ja, um die Kosten zu sparen und günstige Pools unseren Kunden anbieten zu können, haben wir uns dazu entschieden, nicht dauerhaft offen zu haben. Das heißt, mit Terminvereinbarung, der Kunde ruft vorher bei uns an, wir nehmen uns Zeit für ihn und dann verkaufen wir ihm den Pool, den er haben will, den passenden. Es gibt ja da verschiedene Arten von Pools, mehr Wellness, also für zwei Personen, die liegen nebeneinander, oder dann, wenn man mehr Spaß haben will, nimmt man einen größeren Pool für fünf Personen. Und dann liefern wir das Ganze, installieren es und bleiben so lange, bis der Pool läuft, im Wasser steht, also Wasser drin ist und aufheizt. Okay, und hierbei handelt es sich wirklich nur um Outdoor-Pools oder auch Indoor? Einige Kunden nehmen sie auch Indoor, das heißt, die wollen nicht raus in die Kälte im Winter, wobei es da am schönsten ist im Winter, wenn man Sternenhimmel hat, Schnee vielleicht noch liegt und ich im Pool liege bei 38 bis 40 Grad und mir es gut gehen lasse. Ja, sehr schön. Und wie kann man sich das vorstellen? Man bekommt einen Pool geliefert von euch, dann übernimmt ihr die Montage und Lieferung, oder? Also wir machen alles. Das heißt, meistens haben wir die Pools auf Lager, wenn nicht bestellen wir im Werk in Prag. Die werden in Tschechien gebaut und dann steht er hochkant auf einer Palette, so muss man sich das vorstellen. Kommen wir mit einem LKW, mit Kran mit dabei, fahren dann, wenn es geht, dass wir mit dem Kran den runterheben können. Ansonsten haben wir Spezialgeräte dabei, eine Rutsche oder Rollen, an den Aufstellungsort, den Pool, und installieren ihn dann, also legen ihn um, haben Elektriker mit dabei, der den an Starkstrom oder Normalstrom geht auch, nicht ganz so eingeschränkte Funktion hat er dann. Schließen wir das Gerät den Pool an und dann lassen wir Wasser rein und warten, bis er befüllt ist und erst dann gehen wir. Und dann kann der Badespaß sozusagen losgehen. Kann der Pool denn dann wirklich das ganze Jahr draußen stehen? Soll er. Und wenn es bei einem Whirlpool Probleme gibt, liegt es immer daran, dass er ausgelassen wird, dass kein Wasser drin ist, im Winter Frostschäden entstehen etc. Wenn ich ihn nicht verwenden will, dann lasse ich das Wasser drin, fahre ein Winterprogramm runter, dass er nicht auffrieren kann, aber er soll das ganze Jahr außen stehen. Es ist ein Thermocover mit dabei, das also das Ganze schützt, dass keine Wärme weggeht. Und man kann ihn einfach nur aufmachen, rein und Badespaß. Und wie läuft es mit der Pflege? Was muss man da beachten? Also zweimal im Jahr empfehlen wir Frühjahr und Herbst, außerhalb der Frostzeit, dem Pool das Wasser zu wechseln. So je nach Verwendungsart, ob ich zwei-, dreimal die Woche gehe, sollte man dann nach dem Baden alle 2 Wochen eine Chlortablette, also es ist so eine 5-in-1-Tablette, dazugeben, damit das Wasser wieder sauber wird und keine Keime entstehen. Und ansonsten muss man den Filter alle 6 bis 8 Wochen mal reinigen oder tauschen und das war's. Okay, eine letzte Frage haben wir dann natürlich trotzdem noch. Wie ist denn die Preisspanne? Was ist der oder wo liegt der günstigste Pool? Was gibt es da für Unterschiede? Ja, es geht bei 7.000 Euro los und hört bei 20.000 Euro auf. Okay, und wollen Sie uns vielleicht mal einen Pool vorstellen? Gerne. Also vielleicht werden wir gleich zu dem hier gehen, weil der im Wasser steht. Also wir haben hier Wasser drin. Ist jetzt ein Wellness-Pool, sagen wir dazu. Das heißt, der hat 2 Liegeplätze und hier noch einen Sitz. Man kann maximal zu dritt rein. Verschiedene Massagefunktionen, hier mehr unten das Steißbein und die Schultern. Hier ist es der Rückenbereich, der mit rollierenden Düsen bedient wird. Ich kann ja mal einschalten. Also das heißt, ich kann mich da schön massieren lassen. Eine Viertelstunde, dann schaltet er automatisch ab. Ich kann also Lichtfarben wählen, wo ich lieber mag. Also rot, blau, gelb, was einem gefällt, grün. Und ja, ich schlafe immer ein, wenn ich in meinen Pool gehe. Sehr cool, ja, da bekommt man doch direkt Lust reinzuspringen. Habt ihr jetzt noch Fragen, dann ruft einfach an oder guckt auf die Internetseite.